Natürlich uns alle am meisten bewegender Punkt ist die Situation in der Ukraine, an der ukrainisch-russischen Grenze. Unbestritten ist die Lage dort höchst gefährlich. Jeder Funke kann zu einem fatalen Krieg in Europa führen. Was das bedeuten würde, brauche ich überhaupt nicht erläutern. Und selbstverständlich muss alles getan werden, das zu verhindern. Ich finde in diesem Zusammenhang alle eskalierenden Worte unangebracht. Auch Szenarien, dass dann ja am Mittwoch der Überfall beginnt, finde ich völlig unangemessen. Begrüße dagegen, dass Olaf Scholz gestern in Kiew war und heute in Russland ist und aktuell gerade mit Wladimir Putin spricht. Das ist richtig und vernünftig. Es gilt Diplomatie statt Kriegsvorbereitung. Das muss ein Grundsatz sein. Wir brauchen keine Drohkulissen und auch keine Entsendung zusätzlicher Soldaten. Alle haben klar gesagt, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, dass es selbstverständlich kein militärisches Eingreifen gibt. Und das muss dazu führen, dass die Diplomatie der einzige Weg ist. Ich habe am gestrigen Tag, will das hier gern wiederholen, vorgeschlagen, dass man Angela Merkel als Friedensvermittlerin einsetzen könnte. Sie hat exzellente Kenntnisse, was Russland, was die Ukraine betrifft, spricht die Sprache. Und vielleicht wäre es eine Möglichkeit, über das Normandie-Format, über die Gespräche zu dem Minsk-Abkommen hier Akzente zu setzen. Natürlich ist die Einhaltung des Minsk-II-Abkommens ein ganz zentraler Punkt. Und ich freue mich, dass gestern sowohl Olaf Scholz als auch Herr Zelensky ausdrücklich gesagt haben, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine nicht auf der Tagesordnung steht. Das ist ein wichtiges und ein richtiges Signal. Das ist im Übrigen auch ein wichtiges und richtiges Signal, dass Russland Truppen von der Grenze abzieht, dass das klare Signal vom Verteidigungsminister auch gesendet worden ist, dass die Übung beendet ist und dass die Truppen sich zurückziehen. Ich glaube, dass die Aufgabe von Olaf Scholz ist, Türen weiter aufzumachen und Chancen für weitere Gespräche zu eröffnen, weil mittelfristig ist das, was unsere programmatische Position seit vielen Jahren ist, ein Sicherheitssystem in Europa zu schaffen unter Einschluss Russland, was dauerhaft Frieden bringt. Das muss das Ziel sein, das ist eine wahnsinnige Herausforderung, aber ich glaube, dass es dazu seriöse Alternativen nicht gibt. Morgen wird ja eine weitere MPK stattfinden und im Vorfeld ist ja zumindest der Entwurf des Dokuments, was da immer verabschiedet wird und worüber der Kanzler im Nachhinein dann auch die Fraktionsvorsitzenden informiert, öffentlich geworden. Ich begrüße ausdrücklich die angekündigten Lockerungen. In anderen Ländern sehen wir, dass dort viel entschlossener vorangegangen wird. Ich sage ganz klar, es muss weiterhin natürlich wissenschaftsbasiert sein, aber würde ausdrücklich begrüßen, wenn hier entschlossene Schritte vorangegangen werden. Und ich will das nochmal betonen, wie mehrfach an dieser Stelle, Kinder und Jugendliche müssen dort ganz weit vorn stehen. Das sind diejenigen, die häufig Pandemieverlierer waren. Und da, wo Maßnahmen zur Entlastung, zur Lockerung möglich sind, gerade für diese Personen- und Altersgruppe, sollte man das unbedingt tun. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen raus aus dem Lauterbach-Modus und hin zum Freiheitsmodus. Zuletzt ein paar wenige Bemerkungen zu einem Punkt, der im Moment viele Menschen in Deutschland umtreibt und der auch in dieser Sitzungswoche für uns zumindest eine relevante Rolle spielen wird. Das ist das Thema Energiepreise. Wir werden das im Deutschen Bundestag auch mit einem eigenen Antrag aufrufen. Die Energiepreise sind, wie jeder sehen kann, außer Kontrolle geraten. Das ist im Übrigen auch ein Ergebnis der mehr oder weniger Ignoranz der letzten Bundesregierung auf diesem Feld. Einmalzahlungen für Wohngeldempfänger sind sicherlich richtig, aber bisher ist eine Ankündigung da. Auch Robert Habeck hat angekündigt, dass er beim CO2-Preis für Mieter und Mieterinnen etwas tun wird. Das ist richtig, aber nach meiner festen Überzeugung reicht das nicht aus. Wenn man 100 Euro Entlastung im Jahr bekommt, das sind dann durch 12 8,33 Euro im Monat, aber alle Experten gehen im Moment davon aus, dass die zusätzlichen Belastungen bei ca. 200 Euro im Monat liegen werden im Durchschnitt. Das ist ein krasses Missverhältnis.
Und das ist Handlungsaufforderung. Handlungsaufforderung an die Bundesregierung. Die Linke fordert seit langem einen Energiepreisgipfel im Kanzleramt, wo alle, auch die Konzerne, die ja teilweise auch in dieser Situation verdienen an den hohen Energiepreisen, mit am Tische sitzen, damit hier endlich gehandelt wird. In unseren Nachbarländern passiert das vielfach und entschlossener. Und wir werden hier versuchen, die Ampel auch im Deutschen Bundestag zum Handeln zu treiben. Herr Bartsch, was erwarten Sie ganz konkret von der Ukraine, um jetzt zur Streitbeilegung beizutragen? Also zum Thema Ukraine erwarte ich vor allen Dingen, dass das, was im Minsk-II-Abkommen festgehalten wird, ist, das ist ein völkerrechtliches bindendes Dokument, dass das dann auch wirklich eingehalten wird, dass es dort einen Verfassungsprozess gibt, dass es eine mittelfristige Lösung auch für die Gebiete der Ostukraine gibt. Ich wünsche mir, dass verbal abgerüstet wird, wie im Übrigen auf der anderen Seite auch, und dass es Gespräche gibt zwischen der Ukraine und Russland, die Perspektiven aufmachen für beide Länder. Denn am Ende des Tages wird auch da nur ein Miteinander möglich sein. Die Hauptforderungen richten sich sicherlich aktuell Richtung Russland, was die Truppen betrifft. Aber auch in der Ukraine gibt es erhebliche Defizite, denn die Darstellung, die es manchmal gibt, dass es so ein tief demokratisches Land ist, die, glaube ich, kann man bei genauer Betrachtung wirklich so nicht nachvollziehen. Entscheidend ist hier nicht, dass es Appelle aus Deutschland gibt, sondern dass alle bereit sind, und da hat Herr Zelensky gestern in der Pressekonferenz Klares gesagt, hier verbal abzurüsten und real abzurüsten. Und wenn der Beitritt zur NATO nicht mehr auf der Tagesordnung steht, dann ist das sehr wichtig. Dann ist es ein Schritt, der helfen kann. Wenn russische Truppen abgezogen werden, ist es ein Schritt, der neue Türen öffnet. Und ich hoffe, dass das so weitergeht und dass diese düsteren Prognosen, die teilweise gemacht worden sind und in Deutschland mehr bedient worden sind, im Übrigen als in anderen Ländern, dass die genau nicht eintreten.